Heute erinnern wir uns an das Leben und Sterben Jesu. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst an Karfreitag. Es ist immer noch befremdlich, Gottesdienst nicht mit euch gemeinsam in der Kirche zu feiern. Jan Block an der Orgel und ich tun unser Bestes, damit ihr diesen Gottesdienst mit uns feiert und wir gemeinsam feiern. Heute habe ich mich hier auf die Empore gesetzt. Vielleicht habt ihr in der Vergangenheit schon auf diesem Platz gesessen und den Gottesdienst mitverfolgt. Ich lade euch ein, mit mir in einem stillen Gebet auf den Gottesdienst euch vorzubereiten. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Los. Unser Erlöser, du bindest dich an eine Welt, die dich braucht, aber nicht will. Du hältst alles aus, was deine Jünger dir antun, mit ihrer Feigheit, mit ihrem Verrat, mit ihrer Treulosigkeit. Und selbst im Tod hörst du nicht auf, die Welt zu lieben und deinen Nachfolgern die Treue zu halten. Wir können nicht fassen, was das Kreuz über die Größe deiner Liebe sagt. Wir halten schlicht aus, was es uns von unserer Sünde spiegelt. Jesus, vergib uns und gib uns Anteil an dem Leben, das du erkauft hast mit deinem Tod. Amen. Thank you.
Ich lese uns Markus 15, 34 bis 41. In der neunten Stunde schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen: Habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte: Lasst mich nur machen, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz, er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er: Dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Es waren auch Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Unter ihnen war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses und Salome. Schon als Jesus in Galiläa war, waren sie ihm gefolgt und hatten ihn unterstützt. Außer ihnen waren noch viele andere Frauen da, die mit Jesus nach Jerusalem gezogen waren. Ist das nicht verrückt, liebe Gemeinde? Die Sonne scheint, die Obstbäume beginnen zu blühen und gleichzeitig leben wir jetzt seit 2 Wochen mit einem Herunterfahren unseres gesellschaftlichen Lebens. Eine Macht, die wir nicht sehen, die wir nicht riechen können, hat uns fest im Griff, unsere Gedanken und auch unsere Gefühle. Manchmal gelingt es uns für eine gewisse Zeit, daran nicht zu denken. Und dann hat mich diese Krankheit wieder fest im Griff. Ich schaue jeden Tag gespannt auf die neuesten Zahlen. Wie viele haben sich neu angesteckt? Wie viele sind gestorben? Sinkt die Kurve der Erkrankten oder nicht? Wir leben in einer im wahrsten Sinne des Wortes verrückten Welt. Jesu Leiden und Sterben, an das wir uns jetzt in diesem Karfreitag-Gottesdienst erinnern, geschieht an dem höchsten und schönsten Tagen des jüdischen Festkalenders. An diesen Tagen strömen die Juden nach Jerusalem, um miteinander zu feiern. Zu feiern das Fest der Liebe Gottes zu seinem Volk,
das er aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Und während alle feiern und sich freuen, geht Jesus den Weg ans Kreuz. Wie passt beides zusammen? Warum lässt Gott das zu? Warum muss Jesus diesen Tod sterben? Die Frage nach dem Warum wiegt schwer. Sie lässt uns auch in diesen Tagen nicht los. Warum musste Jesus sterben? Das Neue Testament gibt uns darauf eine ganz knappe Antwort. Es musste so sein. Im Griechischen ein Wort, drei Buchstaben. D. Es muss. Aber warum? Bleiben wir doch einen Augenblick bei Jesu Jüngerinnen und Jünger, bei seinen Freundinnen und Freunden, die ihm auf dem Weg zum Passafest nach Jerusalem begleiten. Voller Freude ziehen sie in die Stadt ein. Mit großen Erwartungen wird Jesus beim Hereinkommen begrüßt. Und dann ist plötzlich alles anders. Alle Freude und Hoffnung sind verflogen. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Es muss sich unwirklich angefühlt haben. Begeisterte Freude in den Gassen der Stadt, während sich Jesus durch die gleichen Gassen hinaus aus der Stadt herausschleppt. Die Jünger kriegen es mit der Angst zu tun und fliehen. Die Frauen lähmt der Schmerz, fast besinnungslos harren sie aus, ohne begreifen zu können, was da passiert. Ja, Jesus stirbt wirklich, kein Scheintod, sondern harte Realität, dieser Tod am Kreuz. Und doch keimt neue Hoffnung auf. Dieser Jesus lebt, kein wieder ins Leben gerufener, dem noch ein paar Jahre geschenkt werden und der in seinen Alltag zurückkehrt, sondern auf ganz andere Weise ist Jesus der Auferstandene, der von Gott Auferweckte. Einer, der ihnen, der uns vorausgeht in die neue Welt Gottes. Aber wenn Jesus lebt, wenn Gott ihn auferweckte, dann ist sein Tod doch kein Unfall, kein Schicksalsschlag, den wir uns nicht recht erklären können. Dann verfolgt Gott mit Jesus ein Ziel. Dann hat er einen Plan. Und dieser Plan hat etwas mit uns zu tun. Aber was? Ich lese uns 2. Korinther 5, 14 bis 21. Ich lese uns den Predigttext, 2. Korinther 5, 14 bis 21. Denn es ist die Liebe von Christus, die uns antreibt. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind damit zugleich alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger nur für sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr ganz für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus nicht, selbst wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Und er hat uns den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkündigen. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlung nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir anstelle von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht sein. Gern gesehen ist Jesus in der Hafenstadt Korinth nicht mehr. Seine Autorität wird in der christlichen Gemeinde in Frage gestellt. Viele hinterfragen auch seine Motive für seinen Eifer.
Lässt gekränkte Eitelkeit Paulus zur Feder greifen? Paulus sieht sich in der Defensive. Er muss sich erklären. Was ist eigentlich seine Motivation? Er antwortet, es ist die Liebe zu Jesus, den ich als Messias erfahre. Das treibt mich an. Das setzt mich in Bewegung. Von Jesus bin ich ganz ergriffen. Denn Paulus ist eines deutlich geworden. Der Tod, den Jesus am Kreuz starb, verändert unser aller Leben grundlegend. In diesem Tod am Kreuz bin ich mit hineingenommen. Früher hatte Paulus in Jesus einen gescheiterten und von Gott verfluchten Gotteslästerer und Verbrecher gesehen. Dessen Anhänger hatte er entsprechend mit aller Entschiedenheit und Härte verfolgt. Das hatte ihn wie kein anderer angetrieben. Für Gottes Sache wollte er kämpfen. Als Eiferer für die Wahrheit sah er sich. Bis er in Jesus Gottes Wirken für die Welt erkannte. Ihm eröffnete sich eine neue Wirklichkeit. Er sah plötzlich die Welt mit ganz anderen Augen. Jesus war kein Fehlgeleiteter, kein Gotteslästerer. Sein Tod war nicht die verdiente Strafe, nicht die Konsequenz für ein verfehltes Leben. Sein Leben und Sterben hat etwas mit meinem Leben und meinem Sterben zu tun. Jesus und ich eng verbunden? Wie muss ich mir das vorstellen? Eigentlich macht jeder Täufling und jede Taufe es uns bewusst. Heute taufen wir meist Säuglinge. Bei der Taufe nehme ich ein wenig Wasser, lasse es über den Kopf des Kindes fließen und taufe dann auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damals waren es meist Erwachsene, die sich taufen ließen und sie wurden dabei in einem Fluss ganz untergetaucht. Im Augenblick des Untertauchens wurde der Täufling vom Wasser ganz umschlossen. Wie im Tod ist der Täufling in diesem Augenblick getrennt von seiner Umwelt. Und dann taucht er wieder auf. Er tritt wieder zurück ins Leben. Die Symbolik ist viel deutlicher als unsere Taufpraxis. So wie bei der Taufe im Wasser der Täufling untergetaucht wird und wieder zurück ins Leben kommt, so gehe ich mit Jesus in den Tod hinein und werde mit ihm auferstehen. Die Taufe ist dabei mehr als ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Es geschieht jetzt schon. Und gleichzeitig sind wir gespannt auf das, was wir erwarten. Der Tod dieses Menschen vor den Toren Jerusalems verändert unser Leben. Diese Erkenntnis lässt Paulus nicht mehr los. Ich werde mit hineingenommen in seinen Tod und mit hineingenommen in seine Auferstehung. Mein Leben und mein Sterben ist mit dem Sterben und Leben und Auferstehen Jesu verbunden. Eben nicht nur für eine Stunde am Sonntagmorgen. Es bestimmt mein Leben bis in die letzten Windungen. Ich lebe aus dem Wissen, dass ich mit meinem ganzen Sein Teil dieses Geschehens bin. Diese Pandemie prägt unser Leben nicht nur jetzt. Es wird unser Leben noch ganz schön lange bestimmen. Es nimmt uns die Freiheit, bei diesem schönen Wetter das zu tun, was wir gerne wollen. Uns mit unseren Freunden oder der Familie zu treffen oder einfach einen Kurzurlaub an die holländische Nordsee zu machen. Ob wir es wollen oder nicht, Covid-19 ist eine nicht sichtbare Macht, die in diesen Tagen über unser Leben bestimmt und das auch noch lange tun wird. Wir stehen erst am Anfang.
Und so wahr dies ist, SARS-CoV-2 wird irgendwann Geschichte sein, so wie die spanische Geschichte, wie die spanische Grippe Geschichte wurde. Irgendwann können wir darauf zurückblicken, wie wir auf andere geschichtliche Ereignisse zurückblicken. Jesu Tod und Auferstehung ist mehr als ein historisches Ereignis. Hier hat Gott sich seiner Welt angenommen. Diese Erkenntnis lässt Paulus einfach nicht los. Sie bringt ihn dazu, sich vor der christlichen Gemeinde in Korinth zu erklären. Paulus ist fest davon überzeugt, dass mit Jesus von Nazareth etwas Neues begonnen hat, dass er der Christus ist. Aber dieses Neue ist nicht darum wahr, weil ich es so fühle und andere vielleicht nicht, oder ich heute darauf vertraue und morgen schon wieder bezweifle. Mein Erleben ist nicht das Letzte und Entscheidende. Gott wirkt auch da, wo ich nichts davon erlebe, wo ich es anzweifle, weil ich es in diesem Moment nicht glauben kann. Es hängt nicht an mir, nicht an meiner Bereitschaft, mich darauf einzulassen. Alles ist von Gott. Gott übernimmt die Initiative. Er wartet nicht darauf, dass die Menschen auf ihn zukommen und sich bei ihm entschuldigen. Er bietet die Versöhnung an. Für die damalige Zeit eine ungeheure Aussage. Denn eines war klar: Götter muss man für sich gewinnen. Ich muss sie bei Laune halten. Ich bringe ihnen etwas und erhoffe, dass ich dann von ihnen etwas zurückerhalte. Paulus dagegen schreibt: Gott bietet etwas an, ohne dass wir ihn überhaupt danach gefragt haben. Wir werden von Gott beschenkt. Was Gott anbietet, ist Gemeinschaft, versöhnte Gemeinschaft. Gott selbst räumt alles weg, was zwischen ihm und der Welt steht. Ein weltumspannendes Angebot. Wo hatte es so etwas je gegeben? Ein Gott, der sich an die Menschen mit einer Bitte wendet. Menschen bitten Gott um alles Mögliche, aber dass Gott sich an die Menschen mit einer Bitte wendet, wo gibt es denn so etwas? Die Pax Romana, der römische Friede, das war die Lebenswelt, in der die Menschen damals lebten. Die Römer hatten Land für Land eingenommen und diese Staaten ihre Rechtsordnung gebracht. So hatten sie Frieden in die Welt gebracht. Die Römer waren stolz auf dies. Aber es war ein erzwungener Friede. Die Länder waren erobert. Keiner fragte die Menschen, ob sie wirklich diesen römischen Frieden wollten oder nicht. Wer sich gegen diesen Frieden stellte, der musste mit den Konsequenzen leben. Ja, bis hin zum Tod am Kreuz. Gott dagegen stülpt niemanden sein Versöhnungsangebot über. Niemand wird gezwungen, Gottes Angebot anzunehmen. Liebe lässt den anderen die Freiheit, sich für oder gegen jemanden zu entscheiden. Liebe kann nur bitten, anfragen, sich öffnen und macht sich dadurch auch verletzlich. Liebe zwingt nicht. Darin sieht Paulus nun seine Lebensaufgabe. Botschafter Gottes will er sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Als Botschafter stellt er sich und seine Person in den Hintergrund zugunsten der Botschaft. Der Auftrag steht im Vordergrund. Eitelkeit, die Sucht, anderen zu gefallen. Einiges werfen Christen in Korinth diesem Paulus vor. Er dagegen sieht sich schlicht und einfach als Botschafter. Und die Botschaft, die er zu vermitteln hat, lautet: Bitte lasst euch von Gott versöhnen. Nehmt sein Versöhnungsangebot an. Jesu Tod am Kreuz. Nicht ein blindes Schicksal hat zugeschlagen, sondern Gott geht diesen Weg in diesem Jesus von Nazareth auf uns Menschen zu.
So steht Gottes Angebot bis heute im Raum. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Einfach über die Not anderer Menschen hinweggehen. Die Gefahr ist nämlich groß, dass wir in diesen Tagen nur noch uns selbst sehen und uns auf unser privates Leben zurückziehen. Darum mein Appell an euch, auf der Homepage unserer Gemeinde zu gehen und für das diakonische Werk der reformierten Kirche in der Grafschaft Bentheim etwas zu überweisen. Ihr habt es vielleicht in den Grafschafter Nachrichten gelesen, Kompass, das gemeinsame Werk der lutherischen und reformierten Diakonie und der katholischen Caritas, hat auch weiterhin offen. Gerade diese Menschen, gerade sie versorgen und betreuen Menschen, die gerade in dieser Situation besonders auf Hilfe angewiesen sind. An Ostersonntag ist die Kollekte für die innere Mission bestimmt. Kommen wir noch einmal im Gebet vor Gott. Vater, in deine Hände lege ich all meine Angst, all meine Sorgen, meine Nöte, meinen Zweifel, meinen Kleinglauben. Nimm von mir, was mich von dir trennt. Durchkreuze, was zwischen uns steht. Vater, in deine Hände lege ich meine Lieblosigkeit, meinen Neid, mein Recht haben wollen. In deine Hände lege ich meinen Stolz, meine Unfähigkeit, mich zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Vater, in deine Hände lege ich meine Böswilligkeit, meine Laschheit, meine mangelnde Zivilcourage. In deine Hände lege ich die Warum-Frage so vieler Menschen in ihren Nöten, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Ohnmacht. In deine Hände lege ich die Menschen, die durch Leid hindurch müssen, die auf diese oder jene Weise ihr Kreuz tragen müssen, oder aber gekreuzigt werden. Wo ich schuldig geworden bin, da lass mich um Vergebung bitten und dann neu anfangen mit den Mitmenschen und mit dir. Vater, vor dir werde ich still. Höre aber auch, was ich dir in der Stille anvertraue. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir zum Schluss Lied 648, 1 bis 3. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.